Hey, oder Mike Sion, willkommen zurück zu Terraria Shadows of Abaddon. Ich habe die Bridge zu Ende gebaut, hier den Kanal auch. Also sollten wir gut und gerne die Wall of Flesh machen. Ich weiß halt nicht, ob wir es schaffen. So mit dem Throwing habe ich es noch nie gemacht. Im ersten Teil werde ich wahrscheinlich erstmal nur die normalen benutzen. Also die normalen Throwing-Sachen und am Ende die Bienen, weil ich habe erst feste Blöcke verwendet und dann erst Plattformen. Und dann würden die Boys ja leider in Lava fallen. Das gefällt mir nicht so. So. Ich hoffe, ich habe mich aber mit den Abmessungen nicht verschätzt. Da sollte eigentlich hinhauen. Ich glaube, die Buffs. Nee, mache ich dann gleich. Schön mit den Pumpgranaten. Hier habe ich echt ein bisschen komisch gebaut, aber manchmal ist das Auto-Placement ja. Echt bescheiden. So, bis hier wollte ich. Dann die Buffs rein. Ich glaube, das mache ich mal weg, bevor ich mich hier mit dem Werfen vertue. So. Ja, dann los geht's. Aber das geht mit Pump-Nades aber stabil. Wenn man denn treffen würde. Jetzt sind die gleich leer, aber hier sind wir ja. Zum Glück schon bei den festen Blöcken. Aber die macht auch gar nicht so viel Schaden, zum Glück. Ah, ich hätte mir das, Alter, wie viele Bienen. Ich dachte eigentlich, das wird ein bisschen schwieriger. Aber hey. So, was haben wir denn hier? Oh, eine Throwing-Waffe. Und eine Wall of Flesh, der Orb-Flayer. Uses Elemental Orbs. Charm of Luck, nice. Das brauche ich auch eigentlich nicht mehr. So, die können erstmal wieder raus. Aber die kann ich ja durch den Charm auch in mein Inventory tun. Also in die Piggy Bank, nicht Inventory. So, hier geht eine Party ab. Gibt auch Grund zu feiern. Elemental Orb. Mal gucken, muss man die craften? Hele. Orb. Ah. Okay. Tern, Panna, Aurikalkum, Mithril. Ah, okay, mit den Hardmode-Sachen. Das ist natürlich nice. So, die Trophy haben wir auch. Sehr nice. Superior Pawn Shimmer. Pawn Hammer. Demon Heart. Nice. Ranger Emblem. Schade.
Oder das mal da rein. Das kann alles weg. Breaker Blade. Den behalte ich mal hier. Und der Rest kann so bleiben. So. Hard Mode. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Was wir so als nächstes machen. Araneas. In die Empress denn. Die müsste unter der... Wie heißt? Unter dem Desert sein. Unter dem Desert. Der Desert. Der Wüste, ja. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich erstmal irgendein Hard Mode Zeug. Also wir fangen einfach ganz klassisch an, indem wir Altare kaputt machen. Falls wir es denn überleben. Ist ja immer die andere Sache, ne? Und ich wollte noch diesen einen Speer zusammenbauen. Aber jetzt sind wir, das hätte ich vielleicht vor Hard Mode machen sollen. War jetzt ein bisschen dumm. Ich brauche noch einen Speer, dann können wir die nämlich zusammenlegen. Und dann haben wir schon einen nicen Speer. Aber erstmal müssen wir uns hier um die... Haben wir hier überhaupt Altare? Ja, Künsenaltar, Pots größtenteils. Gar nicht mal so viele, wahrscheinlich haben wir hier mehr. War auch nicht so viele. Egal. Kobalt. Hoffentlich kriegen wir Titan. Das ist ja immer nur so eine Sache, ne? Mithril. So versteckt die Altare. Will ich nicht noch Bomben? Nee. Die habe ich ja am größten Teils alle verwendet. Titanium, ja, nice. Ich hoffe, dass ich irgendwie zumindest... Haben wir die nicht irgendwo woanders besser rumliegen? Nee, nicht wirklich, ja. In der Corruption ist das immer ganz einfach. Da hast du die alle auf einer Strecke, kannst die eben abfarmen und gut ist. So, und dann muss ich mal gucken, ob ich die Farm wieder zusammenbaue. Damit ich zumindest die Souls... easier bekomme. So, mal eben gucken, aber nicht dabei sterben. Hier sind nur Pots. Wir haben keine Munition mehr, nur noch diese blöde.
Alles klar, ich habe ihn gehört, aber ich dachte, er ist in die andere Richtung gerollt. Mies. Egal. Vielleicht finden wir ja schon ein bisschen Kobalt. Das kann hier rein. Oh, wird langsam auch knapp. So, mal gucken, ob ich noch ein bisschen Zeug für Pump Nades habe. Nö, habe ich nicht. Ich eine Spelunki? Ja. Die habe ich. Oh nein, jetzt überschneidet sich die Musik wieder. Das ist ein echt blöder Bug. Habe ich manchmal. Wenn wir Pech haben, überschneidet die sich jetzt endlos und dann haben wir nachher alle Songs, die es gibt. So, das sieht doch nach Kobalt aus, wa? Und es ist Kobalt. Ihr hört's, ne? Also wir haben mittlerweile schon drei Songs hier. Das ist halt echt scheiße. Ich mach mal eben so lang die Musik aus. Bringt auch nichts. Dieser eine Song ist immer, der ist halt. Da ist ein ganz kleiner Kobalt-Patch, ey. Das ist ein etwas größerer Kobalt-Patch. Jetzt scheint es so langsam aufgehört zu haben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wie viel haben wir? 66. Wir werden zurückgehen. Alles da rein. Kobalt. Ja, reicht. Sehr schön. Zack. War das schon mal. Kann die Molten auch weg. So, mal gucken, ob das jetzt wieder geht. Ja. Sehr schön. Und dann hatten wir Titanium, ey. Das sieht man so gut wie nie. Allen sieht es halt fast so aus wie, falls ich mich jetzt nicht irre, sieht es halt fast so aus wie Lead. Boah, da kommt der Dicke direkt, ey. Alles klar. Da ist noch ein Hard Crystal, das ist so nice.
Party time is over. Oh nein, schade. Übertreib doch nicht mit deinem Schaden. Sekunden noch, dann ist wieder dunkel. Alles klar, hat er mir so viel Schaden geschossen. Oha. So. Ich denn für den Orb? Achso, beide Souls. Bounces und Tiles. So, ich brauche neue Potions. Vanilla. Eine Mining. Eine Spelunka. Aber ich muss definitiv mehr Altare zerstören. Was habe ich jetzt gemacht? Alles klar. Gib ihm. Vielleicht haben wir hier ja ein bisschen mehr Glück. Aber das sieht eigentlich relativ bedeckt aus. Wenn ich mir dazu anschaue. Dann nur so ein bisschen. Kann doch nicht sein, dass so wenige. Hier hätten wir nochmal Chance. Ich will mal gucken, ob ich zu dem Araneas schon komme. Ich weiß nicht, welche Pickaxe-Power man dafür braucht. Aber das werden wir schon herausfinden. Ja, wenn der mal werfen würde, wird das wesentlich einfacher sein. Ein bisschen vorsichtig vor, aber ist klar, ne? Wir sind gerade im Hartmut. Boah, jetzt ist er wieder ein Dune Splicer und ich fall da auch noch genau rein. Ach, Prost Mahlzeit, ey. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Dynamit mit. Ja, okay, dann halt nur etwas Dynamit. Keine Fackel mehr, habe ich die aus Versehen rausgeworfen, wahrscheinlich.
Übertreib doch nicht. Junge! Das erinnert mich an die ersten 2, 3 Folgen, wo ich nur gestorben bin. Halt auch blöd, ich habe halt auch für nichts mehr Munition. Warum müssen so viele von euch vorbeikommen? Alter, wie viele Augen? Das ist doch nicht mehr normal. Guck mal, wie voll das hier ist. Das ist doch kein Blutmond oder so. Wir kommen voran. Langsam, aber beständig. So machen wir das. Geht zwar nichts, weil ich wieder mal keine Fackeln dabei habe. Hey. Oh nein. Aber der geht mit dem Boomerang eigentlich ganz gut weg. Kommt direkt der nächste. Los, Bienen. Ihr habt mich vorher nicht verlassen, also macht es jetzt auch nicht. Überleg mal, ich brauche für einen Mob.
Junge, der kam so hart angesprungen, ich habe ihn gar nicht gesehen. Aber ey, wir kommen schon mal der Sache näher. Ich hoffe auch wirklich, dass die genau unter dem Desert spawnt. Aber wir sind ja noch nicht tief, ne? Nö. Überhaupt gar nicht. Naja. Dodge. Ich suche meine Dodges. Ha. Ich will einfach nur hier durchfallen. Und ein bisschen was sehen auch, ja. Da ist schon wieder zwei von denen. Der Bumerang kommt hier nicht durch. Die aber auch nicht. Ah, hier sind was. Das sieht doch schon mal gut aus. Aber ich habe jetzt einen Knick in der Optik. Weaver Stone. Bin mal gespannt, was mich hier so erwartet. Habe ich eigentlich noch den Speer dabei? Nö, natürlich nicht. Aber hier glitzert doch was, oder vergucke ich mich einfach nur? Da ist einfach nur ein Amethyst. Immer Gegner. Oha. Die sind fast, das Fuckboy. Ich habe keine Waffe mehr, die funktioniert, ey. Egal, ich auch nicht mehr. Aber die machen ja nur 100 Schaden. Oh, damn. Das ist creep. Creepige Mucke. Ob ich hier schon sein sollte? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir sind bei einer halben Stunde. Ja, passt genau, ey. Ich werde die Altare zerschmettern, eine Rüstung zusammenfarmen und dann gucken wir uns
diese Spinnenbiom, die Empress Den, nochmal genauer an, weil das wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Sonst werde ich nicht großartig irgendwas verändern. Wird dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Mike. See.